Hallihallo, Dungeon Frog hier und in der letzten Testfolge haben wir unseren Charakter erstellt und jetzt geht's ins Abenteuer rein. Mal gucken, was uns so erwartet. Unseren guten Dungeon Frog, wen wir so kennenlernen, welche Abenteuer wir sehen. Wir sehen wieder so einen ziemlich coolen Oldschool-Ladebildschirm, der gefällt mir. The Aspen Estate. Wir können eine Formation machen, okay. Ja, das konnte man auch damals in den alten Baldur's Gate-Teilen machen. Mist, ich habe ja den dritten Teil bei mir hier auf dem Channel auch gespielt. Da erinnere ich mich gar nicht so wirklich, ob wir so eine großartige Formation einstellen konnten. Ich hatte immer das Gefühl, dass zwei vorne stehen und zwei hier dahinter. Hätten wir da auch andere Formationen auswählen können oder war ich jetzt so auf Default einfach darauf eingestellt? Weiß ich gar nicht. Oh, die Story geht los. Wir haben andere Klamotten an. Why didn't I look here first? And more to the point, why must I come fetch you for every little thing? Ich glaube, wir kennen sie. Aber wir wissen noch nicht mehr ganz genau, was wir tun sollten. Ich finde die Option am Oh, besten. you do know this is the day the Lords of Isselbright are visiting? You are simply the laziest. Never mind. Ja, das Voice Acting finde ich gar nicht so schlecht. The Lords are already here and waiting to be served. And for goodness sake, don't forget to gather your things from your chest before you come to table. Okay. Wir müssen ein sehr vergesslicher Charakter sein. Aber wir haben auch gerade vergessen, was wir tun sollen. Dass sie uns erinnert, daran, dass wir auch unsere Sachen aus unserer Kiste nehmen sollen. Okay, schauen wir uns mal an, was wir hier so sehen auf dem Bildschirm. Wir haben eine Quest bekommen und können die mit O sehen. Was haben wir hier? Kann ich das irgendwie anklicken? Das sind wahrscheinlich Stufe 1 Zauber. Und das sind Favoriten, okay. Skills, haben wir irgendwelche coolen Skills? Commune und Abolish Curse. Können wir kommunizieren? Ich möchte kommunizieren. 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 Okay. Und irgendwer castet irgendwas auf irgendwas. Okay, und die ist depressive? Hier geht auf jeden Fall scheinbar ziemlich viel ab, während wir versuchen kommunizieren. Das wird das Abolish Core sein. Wir haben einen Sparkle. Okay. Nehmen wir vielleicht im Inventar und keine Waffe. Wir sollen auf O drücken scheinbar. Main Quest. Endings and Beginnings. Der ganze Tag war ein Rush, als die Ladies und Lords angekommen sind. Ich sollte reingehen und meinen Lord sehen. Ich muss. Berlin, war das nicht gerade die Frau, mit der uns geredet hat? Interessant. Und meine Sachen soll ich sammeln. Und wir haben auch Sidequests. Achso, wir sollen das einmal alles anklicken. Wir haben Kompendium und das ist unsere Greet-Liste. Wir sind schon ziemlich gierig dafür, dass wir noch nicht mal angefangen haben, das Spiel zu spielen. Okay. The World Greet Meta. Und das soll wohl eines der zentralen Features in dem Spiel sein. Zeigt uns, wie. Okay. Das heißt, das ist wahrscheinlich schlecht, wenn unser Greed-Meter zu hoch ist. Hä, kann ich hier irgendwas machen? Das? Oder ist das jetzt meine persönliche Einstellung? Kann ich das ändern? Okay. Wir können also nicht greedy oder nett sein und das andere böse oder lieb. Und. Okay. Interessant. Ich habe ein Kompendium, ich schreibe ein Kompendium über mich selber. Ah, wir kommen. Oh, jetzt kriegen wir noch eine Background-Story. Wir sind, wie in so ziemlich jedem guten RPG, sind wir natürlich ein Charakter, dessen ganze Familie scheinbar schon gestorben ist oder unbekannt ist. Der typische Hintergrund jedes Abenteuers ist auch unserer. Und irgendwer hat uns adoptiert. Sehr D&D-like. Da kenne ich ein Spiel, was eine ähnliche Story hatte. Okay, wir sind irgendwie ein Schamane, der irgendwie eine ziemlich ein unschamanisches Leben hatten und haben scheinbar irgendwie hier in so einem Kloster oder so gewohnt. Okay, interessant. Schauen wir uns nochmal. I ist hoffentlich Inventar, ja, ist es. Guck mal, wie der Charakter aussieht. Oh Gott. Wir haben Schuhe an. Gibt uns ein bisschen eine Resistenz gegen Heat und Cold.
Was mich so ein bisschen interessiert, es gibt Resistenzen gegen die einzelnen Stats, es gibt also scheinbar keine Armor klar. Oder so, und es gibt auch gibt das uns Intelligenz dazu, oder brauchen wir eine Intelligenz, um das Ding zu tragen? Wenn wir keine Intelligenz haben, können wir keine Lamotten tragen? Interessant. Und, okay, das gibt scheinbar diesen Sparkle-Effekt. Unser, Westmans of the Prodigy. Wow, wir sind direkt ein Prodigy. 19 Lebenspunkte. Was heißt das? Wir haben 11% zur Chance zu treffen. Das wäre wenig. Aim and accuracy decreases the chance to miss attacks of an enemy evasion. Increase the chance to get... Okay. 11% wäre jetzt ein bisschen wenig. Zu hitten. Aber 11% zu missen wäre natürlich ganz ordentlich. 9% Chance auszuweichen. Damage 1 bis 2. Okay. Wir haben recht viel von den Stats. Unsere Stats sind gleich. Wir haben scheinbar kein extra Intelligenz, glaube ich, bekommen. Können wir irgendwas brunen oder dryen? Nee, scheinbar noch nicht. Interessant. Gucken wir uns mal kurz an, was es noch so gibt. Attack. Stopp. Rasten. Interact. Map. Map? Stimmt, M. Wow, das sieht aus wie 1 zu 1 wie D&D. Baldur's Gate. Old School. Gefällt mir. Oder Pillars of Eternity hat auch solche Maps. Mag ich gerne. Hier reingehen. Und gucken uns natürlich aber erstmal vorher um. Die Scrollgeschwindigkeit habe ich erhöht. Gefällt mir ein bisschen besser, wenn das Ganze ein bisschen schneller läuft. Party Sheet. Operations. Okay, Operations sind scheinbar unser Questlogbuch. Spellbook. Inventory und Character Sheet. Irgendwas anderes drin? Okay. Gut. Ich würde sagen, das reicht. Die Laufanimationen sind okay, Geschwindigkeit ist okay. Reden wir mal mit dem Dude. Wir haben so viel zu sagen, wie Wachen so zu sagen haben. Können wir mit der Katze reden? Los Katze, ich möchte mit dir reden. Interagieren geht scheinbar nicht. Gehen wir in diese dunkle Ecke? Können wir nicht. Dunkle Ecke ist... Ich versuche gerade Alt zu drücken, um zu gucken, ob ich irgendwas... Oh, hier ist eine Pflanze, kann ich die aufnehmen? Ja. Yeah. I'll go wherever I'm needed. Yeah. Oh, wir haben hier eine Wache, die steht. Ist das die berühmte Einleitungsgeschichte, die ich noch nie gesehen habe, dass unser Lager gleich angegriffen wird? Boah, wenn das das wäre, ne? Puh, damit würde ich nicht rechnen. Das scheint irgendwie entweder Nifra, entweder machen die sich gegenseitig Komplimente oder es geht um eine Göttin. Nee. Oh, wow. Und der ist so ein richtig poetischer. Finde ich gut. Sie scheint nicht ganz so impressed dafür zu sein. Okay, ich dachte so, da stand jetzt irgendwie gerade so von wegen, ja, willst du mich nicht begleiten? Und sie sagt, nein, nein, ich bin noch nicht bereit, jemanden zu heiraten. Okay. Interessant. Of course. Ich hoffe, das nimmt er nicht zu übel, ihr. Männer haben leider manchmal mit sowas Probleme. Oh, cool. Es gibt sogar Shishas und Bier. Und scheinbar eine Feier hier. Okay. Noch mehr Katzen. Scheinbar sind wir eher so ein Katzenspiel als ein Hundespiel. Oh, okay. Und da ist ein Dude. Wer bist du? Okay, der Court Mage. Er sagt uns, wir sollen irgendwas... Wir haben was Besseres zu tun. Ja, gut. Ich fürchte, die Guards sind eher zur Deko da. Können sie auch nicht befragen. Finde ich irgendwie ein bisschen schade, sowas wie zu sagen. Hey, wie geht's hier? Okay, wir laden ins Gebäude rein. Die Mansion... Die Naturspells machen Eier, die wachsen. Okay, interessant. Klingt irgendwie komisch. Ladebildschirm, würde ich sagen, wieder mal ein Ticken lang. Wir waren irgendwie ziemlich schnell jetzt durch und ich war optimistisch für einen Moment, dass das nicht so ein langer Ladebildschirm wird. Aber... Sieht aus, als würde uns die PC-Geschwindigkeit am Ende verlassen.
Ich hoffe, das liegt nicht an meinem PC. Läuft eigentlich immer ganz gut. Wir haben auch alle Einstellungen auf sehr hoch und so. Ich glaube, ich bei dem Spiel jetzt nicht so schwer. Aber ja, ich fürchte, das liegt eher an an den Programmierern als an meinem Rechner. Und ich habe dieses wunderschöne Windows-Rädchen gerade hier, das mir irgendwie hoffentlich nicht sagt, dass das Spiel jetzt abstürzt. Nee, scheinbar nicht. Eiert nur ein bisschen rum. Ich hoffe, die Mansion ist sehr groß, dass sie die lange Ladezeit gerechtfertigt. Ich fürchte allerdings, es ist ausbaubar. Oh, wir haben hier so eine Art Greif, der hier vor uns ist. Und noch mehr Wachen, die wahrscheinlich uns alle wieder. Also ich würde auch sagen, es ist eher abends. Guck mich ja gerne um, ne? Aber muss sagen, irgendwie gibt es recht wenig. Also es gibt hier Menschen überall. Oh, ich habe nichts gesagt. Wir haben hier einen Stuhl, einen Tisch, mit dem wir interagieren können. Oh nein! Oh nein, ich dachte, wir laufen extra außen rum. Woolcraft and Lady Larenthal prefer wine. Lord Joran would like ale. Lady Virilin and Lord Espen want mead. Oh Gott. Ich hoffe nicht, dass ich mir das merken muss, wer was haben will. Würde alle meine Kampagnenspieler total überfordern. Okay. Ja, nehmen wir mal alles mit. I'll go wherever I'm needed. Suche eigentlich nach meiner Kiste so ein bisschen. Ist das meine Kiste? Interessant, die Healing Potions sind blau. Ich weiß noch nicht, ob ich das gerne mag. Irgendwie habe ich irgendwie meinen. Eigentlich sollte man ja gerne mit Klischees so brechen und so. Aber dass mein Heiltrank blau ist und mein Mana-Trank wird bestimmt rot. Puh, das wird mich überhaupt nicht verwirren. Mal gucken, wie das Ganze sich ausgestalten wird. Aber wir haben doch ein paar Sachen, die wir plündern können. Ein Pity-Ring. Es ist ein Mushroom. Und wir können es verbrennen und. Okay. Können damit aber auch irgendwas craften. Kriegen noch verschiedene Pilze. Interessant. Vielleicht können wir gleich eine Pilzsuppe oder so machen. Ich mag sehr gerne Pilzsuppen. Wie steht ihr zu Pilzsuppen? Ich meine, ich kann Pilzsuppen nicht Of mögen. Was course. meinst du immer? Nee, das ist von dem Mädchen. Sie wartet in ihrem Zimmer und erinnert uns dann daran, dass wir noch was zu tun haben. Wow, wir können auch einfach alles hier mitnehmen. Scheinbar. Oh, wir kriegen sogar krasse Handschuhe. Würde ich gerne anziehen. Habe ich. Oh, habe ich die Sachen nicht mitgenommen? Muss ich das den Knopf drücken? Ah. Okay, interessant. Knopf gedrückt. Hatten wir sonst noch irgendwo was? Die drei Goldstücke. Muss ich die auch noch anklicken? Handschuhe. Sieht man die? Ja, cool. Mal hin. Das ist der Fall. Das ist unser Zimmer. Sind wir so Nachbarn? Nee, sind wir nicht. Wir können uns aber waschen. Haben wir unser Bett mitten im Flur? Nee, wir haben einfach ein großes Zimmer. Oh, ich habe den Heiltrank vergessen. Berry Juice. Wo war denn nochmal der Heiltrank? Huhuhu, ein ganzes Ausrüstungsset. Mit einem Stick. Oder einer Keule. Wir nehmen den Stick mal in die Hand. Mal gucken, ob der Range ist. War das jetzt unsere Belongings? Unsere Items? Schauen wir mal. Ich versuche mal, den Stab zu equippen. Wenn ich herausfinde, wie man Items hier in dem Spiel equippt, denn ich versuche es zu ziehen. Ich versuche es zu ziehen. Ich versuche es zu ziehen. Hallo, Spiel. Oh! Okay. Ich hab's equipped. Schauen wir das eben mal genauer an. Range 1,5. 1 bis 6 Schaden. Übernimmt der 1 zu 1.
1% Statuschance. Das ist wahrscheinlich irgendwie hier dieses Bludgeoning oder so. Fokus ist 1, was auch immer das bedeutet. Und das erhöht unseren Learning und Research? Scheinbar. Wenn wir einen Stock anhaben? Interessant. Kann ich den Schild anziehen? Und wir machen das scheinbar alles in Prozente immer. Interessant. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde. Aber gut. Machen wir erstmal weiter. Und gucken uns weiter Sachen an. Ich würde sagen, wir gehen erst... Hello. Oh, 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 wir haben eine Option zu reden. Okay. Okay. You're always been the other near do well at the house. Weren't you supposed to be serving drinks? Ja, machen wir. Wir versuchen mal, auch wenn wir davon null haben. Okay. Scheinbar. Ich weiß jetzt nicht, ob irgendwie ein Roll gerollt wurde oder so. Oh, was ist das? Eine Kette? Unidentified. Ich weiß gar nicht, können wir das Ding identifizieren? Und ein Buch. Wow, cool. Wir kriegen vielleicht ein bisschen Lore. Schauen wir uns mal die beiden Gegenstände an. Gucken wir mal, wie können wir identifizieren? Ja gut, wir drücken einfach den Knopf, zack. Und dann haben wir es identifiziert. Das ging einfach. Ja, dann sollten wir es doch mal anziehen. Sieht nach hier aus. Und jetzt haben wir einen Fokus mehr, wow. Aber irgendwie unsere Aim- und Accuracy-Chance, was ja Fokus erhöhen sollte, steigt nicht. Und auch unser Evasion-Rating erhöht sich nicht. Müssen wir uns dazu attunen oder wie? Komisch. Kann ich hier nochmal die Farbe ändern? Okay, interessant. Gucken wir uns mal die Bücher an. Gucken wir uns mal an. Hat ziemlich viel Wert. Schön gemacht. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht. Ich lese eigentlich ganz gerne die Stories vor. Ich weiß allerdings, dass viele Leute sowas nicht gerne mögen. Deswegen denke ich, werde ich die Bücher sammeln. Und wenn es viele gibt, sie in einer extra Folge einmal durchlesen. Aber lasst uns doch mal den ersten Absatz vorlesen. Bleibt dann auch auf Englisch. Einfach, weil es schneller geht. There once was a prince of Isselmerald called the Gallant. Because of his bottomless charity towards the unfortunate, one day this gentleman was stopped by a wretchedly unfortunate-looking woman on a dark road late at night. I remember you, said the prince, for he had a keen memory for faces. You and your infant son were starving and I helped you found you a place to live. And I had a priest friend of mine make sure you were fed until you could work again. I remember you as well, not as like I could forget a fool as big as you. Food isn't what I need today, but coined. But I haven't any money with me. A pity, she replied, but I am a reasonable woman. We'll settle for that fine armor of yours. Okay. Interessant, dass sie ihn so einfach fragt. The prince's ears picked when the woman used the word we, and he spun to strike the shadows at his flank. So expert a swordman he was. His enemy was felled in one blow. The sneak thief was holding a stiletto, which no doubt had been intended for the prince's rib. The round-eyed corpse sprawled at his feet. It was oddly small, however, was in fact the woman's son. Now a boy of 8 summers. Oh nein, das ist aber eine tragische Geschichte. Krass. Whatever thoughts raced through the prince's mind at that moment were banished by a blow to his bare head. And all was dark for a time. The prince came to without his precious armor. The woman has spared his life as a punishment, he reasoned, so he could reflect upon what he had done and suffer. The tenets by which the prince lived his life, generosity, honor, trust, all died that day, and not just his values withered, but his very being. Wow. Ziemlich düster. Cool. Gefällt mir. Schauen wir weiter, ob wir noch ein bisschen mehr Loot finden. Kann ich hier eigentlich was quickslotten? Den Heiltrank zum Beispiel.
ziemlich viel Loot, den wir hier am Anfang finden. Und einen weiteren Gegenstand. Wow, wir haben das Spiel, sind Level 1, haben gerade angefangen. Finden aber schon zwei magische Gegenstände. Das geht schnell. Und kriegen mehr Aim- und Accuracy-Chance. Das hat in der Tat unsere Chance auch... Ah, come on. Erhöht, sieht man den Belt? Nein. Bestimmt unter unserem Dress versteckt. Okay, kriegen wir noch ein Schwert. This is Lord Aspen's Sword. Neben dem Wein, sehr gut. Okay, ich sehe hier sonst nichts. Wenn wir auf Alt drücken, scheinbar wird uns nicht alles angezeigt, was man so looten kann. Das finde ich so lala. So, jetzt kann ich wahrscheinlich die Treppen hochgehen. Kann ich die Treppen hochgehen? Ja. Nee, kann ich. Kann ich. War hier der Heiltrank drin? I stand with the king. Good day. Vielleicht kann ich die Treppen hochgehen. Gucken wir uns mal auf die Karte an. Vielleicht waren die Drinks auch direkt hier bei den ganzen Leuten, die da standen. Genau, das war ihr Name. Yes, get on with it. Oh Gott. Scheiße. Wir müssen tatsächlich wissen, wer was bekommt. Sidequest? Ja. Okay. Larentel mag Wein und Volcroft auch. Dann bleiben wir erstmal bei den beiden. Volcroft, bist du? Ne. Bist du? Ne. Du? Ne. Ja, großartige Level 1 Aufgaben. Hat er ihm das jetzt gefallen? Okay, das war jetzt irgendwie nicht so die glücklichste Antwort. Lord Joren mag Ale und alle anderen mögen Meat. Also Joren. Joren? Nein. Aber du. Wir machen alles nach der Reihenfolge. Du kriegst Ale und der Rest. Ich hoffe, ich werde es merken. Du magst Ale. Okay. Die haben wir angesprochen, jetzt noch die beiden. Und die beiden kriegen scheinbar Met. Der scheint ziemlich oft Autos zu saven, falls ihr es gesehen habt. Okay. Wir haben unsere erste Quest abgeschlossen. Großartig. Der Auserwählte hat seine Aufgabe erledigt. Bisschen Politik. I don't like this dirty business. Sending a list of grievances to the king sounds more like the actions of a bunch of uppity peasant farmers than nobility. There are ways these things are done. And there are ways that kingdoms may crumble. I understand your feelings on the matter, Lady Larenthal. But Darren Gould enjoys the sympathies of many important persons here in the north, and I number myself among them. What's more, there have already been defections among the Azimarild nobility, most recently Alnar. Frage mich, welche die Gute davon sind und welche die Bösen. Ah, yes. Thank you, Lady Larenthal, for reminding me. And I'll thank you, Lady Virilin, not to speak his name on this. Okay, er mag seinen Sohn nicht besonders. Frag mich, warum sie alle stehen. War sitzen nicht drin in den Animationen. Whatever the loyalties of the young Lord of House Espen, the southern nobles have many legitimate complaints. Heavy, some say ruinous taxation, delayed shipments thanks to the crown's regime of inspections and checkpoints. The king's insistence that Daron Gould's military, even the town watch, must be trained in the north.
It's quite a list. Yes, it's all very sad. I'm sure they toss and turn the night away on their beds of gold bars. Taxation and bureaucracy are simply the facts of managing a prosperous nation, of keeping our enemies at arm's length. How long would their precious mines keep producing without the king's protection? Oh Mann, aber die Story bisher, oh Gott. Wenn ich schon das Szenario sehe und jetzt die Minen, die irgendwas produzieren, das kommt mir schrecklich bekannt vor. Oh my, what exceptional nonsense! Have they been breathing the fumes of their own minds? All right, very amusing. But like Lady Varellen, I am not unsympathetic to our southern friends. Surely some of Isildbright's rules and dictums could be culled, especially if it means avoiding war. A much more costly proposition than losing a handful of coin in taxes. Ich weiß gar nicht, normalerweise, auch wenn es traurig klingt, War, Krieg, ist meistens die Zeit, wo der Rubel echt ganz gut rollt. Danach gibt es zwar für die Gewinner dann noch mehr Rubel, aber die Verlierer verlieren ziemlich viel. Aber in Zeiten des Krieges, glaube ich, wächst die Wirtschaft immer ganz ordentlich. Es gibt viel zu tun. The message from Daron Gould was deliberately provocative, leaving the king no way to negotiate or save face. The time has come, lords and ladies, for us to commit our forces and our purses to our rightful liege and crush Daron Gould. Or throw in with the rebels. They have the gold. Oh, ich hoffe, ich kann aussuchen, mit wem ich will. Most importantly, they control the mines. In a conflict of any significant length, having control of the source of the kingdom's metals means they must only outlast the North, rather than outright defeat her. Juve, what is your opinion on this? Oh, wir werden tatsächlich gefragt. You're asking the errand boy? What does... Kindly do not interrupt me while sitting at my table. Okay. Wir dürfen uns das aussuchen, sagen. Wir können aussuchen Frieden, wenn es nur um Geld geht. Die Daron Gold hat legitime Grief. Grief ist doch sowas wie Traurigkeit, oder? They must be crushed. To do otherwise would invite rebellion from every quarter. Das klingt nach einer recht rechtschaffenden Antwort. Sozusagen, dass wir mehr oder weniger unbedingt das tun sollten, weil das ist so ein Dammbruchargument, dass wenn man einmal was nicht verhindert, dass das dann quasi wie so ein Damm, wo dann einmal ein Loch drin ist und dann alles explodiert. So ein Argument klingt das. Since I have little experience in political matters, for me the wisest course is silence. Oh, das kann tatsächlich manchmal echt der beste Weg sein. Aber ich glaube, in der Situation hätten wir mal ein bisschen besser aufgepasst, wo es darum geht, dass die einen die Kontrolle von Minen haben. Klingt es so, als würde es zugunsten der Minen gehen, wenn wir warten würden. Denn sie haben ja scheinbar die Materialien und würden immer mehr anhäufen. Ich glaube, unser Charakter ist eher auf der guten Seite. Und auch als Schamane würde ich ihn mal nicht so als geldhungrigen Charakter einschätzen. Deswegen bleiben wir mal bei der ersten Antwort. Very noble of you. I agree that the value of gold must be held cheap. Against the value of doing the honorable thing. Okay. Ich habe auf Enddialog geklickt. Aber... Oh, es kommt eine Cutscene. Wow, das ist aber ein starkes Erdbeben. My ladies, my lords, we are under attack. Oh nein!
Wir sind echt unter Angriff. Damit habe ich nicht gerechnet. They won't kill us out of hand like so many soldiers. Calmly, my friends. Let's all... Yes, go ahead. You, come with me. Wir sollen mit ihm mitlaufen. Mit unserem Adoptiv-Daddy. You lot, with me. The main gate has already been breached. The House of Espen is about to fall to the... Okay, ich frag mich, ob irgendwas anderes passieren würde, wenn wir die andere Option genommen hätten. Just follow. Darrengold, das waren ja, glaube ich, die, wo wir gesagt haben, dass wir die crushen sollten. Das sind scheinbar die Bösen. I myself am praying, your religious schooling amounted to something. Okay, interessant. Mann, der ist aber schnell. Oder ich bin langsam. Okay. Wir laufen einmal im Zickzack. Was sollen wir machen? Game is paused. Ah, das liegt daran. Ah, ja. In den Einstellungen habe ich eingestellt, sobald wir einen Gegner sehen, paused das Spiel. Wir sehen hier einen feindlichen Soldaten. Kategorie Mortal Uninjured Race Human. Interessant. Ich würde doch sagen, wir versuchen uns unauffällig dem Kampf zu nähern, so dass wir... Haben wir Schaden bekommen? Sieht man gar nicht hier, ne? Ne, scheinbar nicht. Oh. Ich werde mal die Rüstung auf mich selber casten. Ist das jetzt einfach so? Animation sieht cool aus. Leckt aber irgendwie ein bisschen. Okay, bisher läuft es ganz gut. Ich will eigentlich ihn angreifen. Wow, der hat mir einfach mal 9 Schadenspunkte gemacht. Kann ich hier noch einen anderen Spell hinzufügen? Ich müsste doch jetzt eigentlich auch noch andere Spells haben. Wir haben einfach mal 9 Schadenspunkte bekommen. Aber irgendwie sieht unser Charakter aus, als hätte er mehr als 9 Schadenspunkte bekommen. Warum haben wir jetzt 18 Schaden? Haben wir 2 mal 9 bekommen? Interessant. I'll do it. Kann ich hier quicksaven? Kann nicht quicksaven. Versuchen wir mal den Zauber zu casten. Der Charakter stirbt direkt. Wir sollten wahrscheinlich die NPCs den Großteil der Arbeit machen lassen. Denn jeder Schlag hält uns auf. Okay. Ja. Frag mich, ob wir hier auch angegriffen werden, wenn wir irgendwas machen. Oh, ich habe vergessen, die Leute zu looten. Nein. Wahrscheinlich behalten wir den Loot eh nicht. Oh nein, wir können nicht mehr mit unserer Freundin reden. Kriegen wir jetzt ein Superschwert? Listen closely. This is important. The Lady Espen was the love of my life. My one love. Das ist gut. Nothing arranged about our betrothal. Okay, man, ja genau, was will uns eigentlich sagen? So lucky as to meet her yourself. But if you had, she... Can't stand these Darrengold swine. Behind me is my dressing chamber. Go fetch my sword from there. There's no time for argument. Okay. Wir sind nicht so der beste Schwertkämpfer. Das schließt uns bestimmt ein, ja. Und jetzt? Hat auf jeden Fall einen coolen Auftritt, auch wenn er irgendwie nicht gerade cool läuft. Oh nein, auch nicht die Frau, die wir gerade kennengelernt haben, stirbt jetzt auch. Natürlich bitter. Oh, das ist dieser Charakter. Sein Sohn. Lord Altnar. Der sieht verrückt aus. To be betrayed by my own son. Who wouldn't hide from such a terrible end?
I've learned a few things, you see. Things your priests and men-at-arms could never teach. I have gained a new perspective, seen the truth of this world. So, you were not even paid in coin to turn traitor against your own house. Only pretty words. Kill me if you wish, but I promise it will avail you nothing. Every man pays for his sins, my son. And the price of a sin such as this, well. Ja, Vatermord gerade in der mittelalterlichen Zeit war besonders hart bestraft. Glaube teilweise auch mit der Vierteilung. Enough of your piety. It sickens me. But your last decision at least is the correct one. Hold still, Father. Oh, jetzt kommt die böse Musik. Don't worry, my child. Your hardships are over for today. Okay, wer hat jetzt mit uns geredet? War unsere Mutter eine Hexe, die uns jetzt ins Pilzeland bringt? Okay, interessant. The Crone's Cottage. Okay. Damit habe ich nicht so wirklich gerechnet. Komisch. Bin mal gespannt, was dahinter steckt. Aber bisher ja noch alles relativ nachvollziehbar. Also die Geschichte. Ja, sie ist nicht schlecht. Oh, ist das unsere Mutter? Okay. Das stimmt, das macht keinen Sinn. Okay, ist das vielleicht so eine Vision? Ja, was? Okay, sie hat uns teleportiert scheinbar. Okay, dann gehen wir doch schlafen. Können wir sie noch vorher ausrauben? Oder, au, apropos. Wir looten hier die ganze Zeit, ne? Sind wir jetzt einfach gieriger geworden? Warte, schauen wir mal. Achso, ich dachte, ich kann jetzt tatsächlich auf das Bett klicken. Vielleicht ist das ja auch vom Spiel so gedacht, dass es quasi Tons auf Loot gibt. Aber unsere Gear-Leiste, was schlecht ist, wird steigert die ganze Zeit. Das wäre natürlich richtig cool, wenn das Spiel so machen würde. Wo war das nochmal? Hier bei O, ne? Aber wir sind irgendwie jetzt nicht gieriger geworden. Oder? Hat sich irgendwas geändert? Ich sehe nichts. Okay, schade. Wenn sie das so gemacht haben, fände ich das richtig cool. Ja, ich würde jetzt gerne hier in meinem Bett schlafen, aber das geht nicht. Sie wird wahrscheinlich uns auch nicht mehr mit mir reden. Dann nehmen wir doch mal die Rest-Option und schauen uns an, wie das aussieht. Okay. Was sind Dream Wraiths? Okay, sie wird uns nicht viel erzählen. Wow, nachdem wir in unserer ersten Aufgabe also Getränke verteilen durften, ist unsere nächste Aufgabe Unkraut zu jäten. Ja, ich fürchte, unser Charakter ist da so ein bisschen stoisch und sieht, dass er wohl eh keine Wahl hat. Und sie auch eh nicht mit uns redet. Dann fürchte ich mal, machen wir wohl das, was sie uns sagt. Okay, wir dürfen wahrscheinlich auch noch ihr helfen beim Essen machen. Okay. Okay, was haben wir hier eigentlich bekommen? Oh, das ist ein Rezept. Können wir das jetzt irgendwie lernen oder müssen wir es jetzt merken? Zwei, was auch immer das ist, und dann Infuse for 8 Hours. Interessant. Wir sind aber wieder volles Leben und haben kein Level abbekommen. Haben wir irgendwo XP?
Geht jemand hier? Ah doch, hier oben haben wir XP. 125 von 1000. Dauert also noch ein gutes, gute Menge an Zeit, bis wir das Level Up haben. Und ja, ich würde sagen, das spannende Unkraut Jeten sehen wir dann in der dritten Folge. Und ja, ich glaube, in der Folge werde ich dann auch entscheiden, ob wir das Spiel weiterspielen oder nicht. Bisher würde ich sagen, können wir das pausieren? Ja. Bisher würde ich sagen, die Story, der Anfang war ziemlich obvious. Das Voice Acting ist okay. Jetzt ist es ein bisschen komischer geworden mit der Story. Vielleicht hat es doch noch einen spannenden Takt. Ich wünschte mir so ein paar mehr Dialogoptionen und dass alles ein bisschen mehr Sinn, also dass irgendwie alles vielleicht ein bisschen besser erklärt würde. Und unsere Background-Story passt irgendwie so als Schamane hier nicht so wirklich rein. Aber gut, sie haben halt für alle Klassen den gleichen Start. Ist jetzt wahrscheinlich auch einfach der Menge der Möglichkeiten geschuldet. Das Kampfsystem erschien mir auf den ersten Blick ganz gut, halt, wie man es erwartet hätte. Die Optionsführung bisher auch ganz ordentlich. Mit den Items finde ich ein bisschen, ehrlich gesagt, ein bisschen schlecht, dass wir so viele magische Items direkt kriegen. Aber das gucken, wie sich es weiterentwickelt. Und ja, bisher bleibt aber mein Daumen oben. Und schauen wir uns mal die Sachen in der nächsten Folge weiter an. Ja, euch vielen Dank fürs Zuschauen. Wie findet ihr das Spiel bisher? Und ja, lasst doch ein Follow oder ein Like für das Video da. Das hilft dem Kanal zu wachsen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video. Euer Dungeon.